Ahlan wa sahlan, liebe Freunde, in diesem Video lernen wir was Neues und wir lernen einmal, wie wir sagen, das Lesen, hier ist Nomen, nicht das Verb lesen, sondern das Nomen. Und wie kann ich ja dann sagen, lesen ohne Artikel und mein Lesen, ja? Erstmal, was heißt lesen ohne Artikel? Heißt Iraya. Und jetzt schreibe ich das Wort. Iraya, so auf oder mit arabischen Buchstaben Iraya. Ja. Wenn du ein Wort hast und das Wort beginnt mit I, ne, du sagst I, Iraya. Wir haben den Buchstaben I am Anfang nicht. Was machst du hier? Du schreibst dieses oder diese senkrechte Linie und darunter ein Hamza, ne? Wenn du dieses Hamza darauf schreibst, ist ein A. Wenn du darunter schreibst, ist ein I. Ne? Und so weiter. Mit lateinischen Buchstaben, dann ist so. Iraya. Iraya. Das Lesen. Wie mache ich das? Wir haben nur einen Artikel auf Ägyptisch. Il. Dann vor dem Wort Iraya schreibst du Il Iraya. Erstmal den Artikel muss ich hier schreiben, il, und diese senkrechte Linie ohne Hamza. Wenn du den Artikel schreibst, hat den Artikel kein Hamza. Ne? Ich meine dieses Zeichen hier. Ne? Und danach schreibst du das Wort ganz normal. Beginnt mit I. Wenn du L und danach I hast, schreibst du auf diese Weise. Ne? Wenn du Lam und Alif mit Hamza darunter hast, schreibst das Lam so. Und das Alf mit Hamza so. Und danach schreibst du El Iraya. Und jetzt das Lesen, El Iraya. Nur lesen, Iraya. Mit lateinischen Buchstaben, dann El Iraya. El Iraya. Der Artikel, manchmal ist il, manchmal ist l. Manchmal hört man das mit e, manchmal mit i. Ne? Kommt drauf an. Aber die beiden Versionen sind richtig. Ne? Mein Lesen, wie mache ich das? Ich muss die Possessivendung i anhängen. Ne? Die Possessivendung i. Oder den Buchstaben je. Wenn ich das mache, dann hier, mache ich hier dann meine Sache, mein Lesen und so weiter. Wie kann ich jetzt die Possessivendung je anhängen? Das Wort Iraya endet mit der weiblichen Endung. Das ist hier. Wenn ich jetzt die Possessivendung anhängen möchte, muss ich auf jeden Fall die weibliche Endung wegmachen. Das heißt hier, das Wort Iraya schreibe ich ohne die weibliche Endung. Dann habe ich jetzt bis zu dem Je geschrieben. Die weibliche Endung muss der Buchstabe T sein. Das ist so. Das ist hier der Buchstabe T. Danach hänge ich die Possessivendung an. Dann Iraiti. Dann Iraiti heißt hier mein Lesen. Wenn du mit den lateinischen Buchstaben lernst, ne, du schreibst das Wort bis zu dem A, die weibliche Endung wird als A ausgesprochen, dann bis zu dem A hier. Dieses A muss weg sein, ne, dann bis zu dem Buchstaben vor dem A, ne, dann hier. Dieses A muss weg sein und stattdessen schreibst du ein T. Und danach hängst du die Possessivendung an. Dann sagst du Iraiti. Iraiti, ne? Hier, Iraiti, Iraiti. Wenn du die Possessivendung anhängst, darfst du keinen Artikel verwenden. Du darfst ja nicht sagen, il Iraiti, ne? Geht gar nicht. Das heißt, wenn du immer eine Possessivendung anhängst, dann darfst du keinen Artikel verwenden. Dann haben wir jetzt das Wort, das Lesen gelernt. Das zweite Wort hier, der Sport. Was heißt Sport überhaupt? Riada. Und das Wort Riada endet auch mit der weiblichen Endung. Na, und die weibliche Endung ist hier,
Riada. Riada. Wenn du mit den lateinischen Buchstaben lernst, dann Riada. Und die weibliche Endung ist A am Ende, ne? Wird als A ausgesprochen, ne? Die weibliche Endung hier, Riada. Der Sport, El Riada. Dann vor dem Wort schreibst du den Artikel. El Riada. Mit den lateinischen Buchstaben, dann El Riada. El Riada. Mein Sport. Wie mache ich das? Das Wort wird geschrieben ohne die weibliche Endung. Und statt der weiblichen Endung schreibe ich ein richtiges T. So. Ne? Und ich habe das Wort bis zu dem Buchstaben vor der weiblichen Endung geschrieben. Und stattdessen, das ist hier geht weg, stattdessen schreibe ich ein T. Und danach hänge ich die Possessivendung an. Riati. Wenn du mit den lateinischen Buchstaben lernst, dann so. Ri. Ja. Riat. Und statt dieses A wird ein T geschrieben. Riat. Und danach hängst du die Possessivendung an. Riati. Ja. Das nächste Wort ist das Wort Hobby. Ja. Hobby heißt Hewaya. 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 Das Hobby. Al-Hiwaya. Mit den lateinischen Buchstaben, dann Hiwaya. Hiwaya. Hauptsache, das Wort endet mit der weiblichen Endung. Ne? Das Hobby dann, den Artikel davor muss ich hier dann schreiben. Al-Hiwaya. Mein Hobby, genau dasselbe, die weibliche Endung muss weg sein. Ja. Dieses A muss weg sein, stattdessen ein T. Und danach hänge ich die Possessivendung an, dann Huayti, mein Hobby. Und natürlich, wenn ich die Possessivendung anhänge, darf ich keinen Artikel verwenden. Mit den lateinischen Buchstaben, das Wort bis hier. Das A muss weg, stattdessen ein T und dann Hawaii-T. Hawaii-T, dann ist mein Hobby. Shukran, Ma'assalam.